Klaus Loffen und bitte. Und was wollte ich noch sagen? Ja, weil normalerweise alle schauen so wie, was hat sie gesagt? Also. Das gibt's ja nicht. Ja, viel Spaß, gell? Heute beantworten dir Vortragende aus dem Studiengang Architektur Green Building die im Internet am häufigsten gesuchten Fragen. Mein Name ist Roland Krebs, ich bin Lehrender an der FH Campus Wien und ich freue mich, Ihre Fragen zu beantworten. Kann ich als Absolventin des Masterstudiums Architektur Green Building in der Projektleitung oder Bauleitung arbeiten? Ja, es gibt ein Riesenbetätigungsfeld in Architekturbüros, in Bauingenieurbüros. Auch ich habe zwei Absolventinnen der FH Campus Wien in meinem Architektur- und Stadtplanungsbüro angestellt. Kann ich als Absolventin des Masterstudiums Architektur Green Building den Titel Architektin tragen? Ja, Sie können nach 3 Jahren Berufserfahrung die Ziviltechnikerprüfung machen und sich in das Register der Architektinnen eintragen lassen. Kann ich als Absolventin des Masterstudiums Architektur Green Building Quartiere und Städte planen? Ja, die Quartiersplanung oder die Gemeindeplanung ist ein großes Betätigungsfeld, wo es im öffentlichen Dienst auch ganz viele neue Stellen gerade gibt, weil Stadtplanung jetzt auch ein großes Thema erst wieder ist. Kann ich als Absolventin des Masterstudiums Architektur Green Building in Lehre und Forschung tätig sein? Ja, wir haben hier auch ein reichhaltiges Angebot, zum Beispiel unser Kompetenzzentrum Bauen und Gestalten, wo wir eigene Forschungsbereiche zum Thema nachhaltigen Bauen, vor allem im Holzbaubereich, anbieten. Kann ich als Absolventin des Masterstudiums Architektur Green Building im Ausland als Architektin arbeiten? Sobald Sie die Lizenz haben in Österreich oder aber auch in Deutschland, können Sie in der ganzen EU als Architektin tätig sein. Kann ich als Absolventin des Masterstudiums Architektur Green Building ein Architekturbüro gründen? Ja. Sie können ein Architekturbüro gründen, müssen aber vorher die Ziviltechnikerprüfung machen und können dann in der ganzen EU ein Architekturbüro führen. Das waren die häufigst gestellten Fragen zum Studium Architektur Green Building. Wenn Sie weitere Fragen haben, schauen Sie auf die Website. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie als Studierende bei uns begrüßen dürfen.